möchte jetzt zeigen, wie man einen einfachen mehrzeiligen Text sortieren kann. Zu diesem Zweck habe ich ein paar Wörter hier eingefügt und möchte die jetzt alphabetisch sortieren. Ich markiere sie hier, gehe auf Extras, sortieren und habe hier die Möglichkeit, erster Schlüssel, zweiter Schlüssel, dritter Schlüssel. Schlüssel ist immer ein einzelner Begriff. Also wenn hier mehrere Begriffe hintereinander wären, könnte ich auch noch immer jeweils den zweiten nehmen. Das würde hier Schlüssel 2 zum Beispiel entsprechen oder den dritten Begriff. Das wäre dann Schlüssel 3. Ich habe hier eine einfache Aufzählung und nehme also immer hier das erste Wort der Schlüssel und kann dann hier einstellen, ob ich es alphanumerisch, numerisch oder wie in einem Telefonbuch sortiert haben möchte. Ich bleibe hier bei alphanumerisch, aufsteigen, das heißt, es wird mir alphanumerisch sortiert. Ich klicke auf OK und schon ist Aristoteles, dann Hegel, Kant, Nietzsche und Platon. Somit habe ich dann diesen einfachen Text, diese Zeilen dann alphabetisch sortiert.